Janelle, du hast sehr gelacht eben. Wo bist du geboren? Wie bist du sozialisiert? In welcher Stadt? Ich bin in Norddeutsche Dern. Aber meine Mama kommt aus dem Rheinland. Aha. Und mein Papa, also die Eltern meines Papas aus dem Osten. Also ich bin irgendwie so ein Mix aus allem, glaube ich. Das ist gut. Deswegen bist du dann auch sozusagen so offen. Ja. Du bist ja bekannt geworden als Curvy Model, ne? Also ja. Stehst also für diesen neuen Begriff Body Positivity. Also jeder soll das an sich einfach mögen, was da ist und sich nicht immer nach irgendwas richten oder sonst irgendwie. Du bist gelaufen in Mailand, in London, in Madrid, sonst wirklich. Das ist natürlich spektakulär. Hat dich trotzdem immer noch dieser Spruch genervt, wow, was die sich traut? Ja, weil ich weiß nicht, was soll das, was die sich traut? Also ich gucke doch auch nicht auf der Straße den Leuten hinterher und sage, boah, was die sich traut. Also warum? Ich bin doch eine ganz normale. Warum muss ich mich denn was trauen? Ich muss mich doch nicht trauen. Okay. Ja, aber das wird ja immer noch, ich habe das manchmal das Gefühl, auch gerade im Netz, dass Frauen sich so untereinander so ein bisschen behaken, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ehrlich gesagt, sagen, ja, die müsste aber das und sonst irgendwie. Diese Frage, was mag man an sich besonders, ist ja eigentlich auch, als müsste man sich so aufteilen in ja. Besser und schlechter, ist auch Käse. Ist bescheuert, aber machen immer noch ganz viele, dass sie sagen, oh ja, mir gefällt das besonders gut. Aber ich meine, in der Regel ist es ja so, gerade Frauen, dass sie sagen, die betonen vor allen Dingen, was sie nicht an sich mögen. Und wenn man mal fragt, okay, was mag man, dann kommt meistens die Antwort irgendwas im Gesicht. Die Augen, die Haare, die Zähne. Also ich habe selten eine Frau gehört, die gesagt hat, oh, ich finde meine Arme oder meine Beine sind ganz gut. Und die meisten sagen doch irgendwie, ja, wenn wir jetzt mal hier rumfragen, wenn jetzt sich mal jeder überlegt, was findet er an sich gut, mal Hand hoch, wer findet was im Gesicht oder so oberhalb der Gürtellinie? Nein, jetzt ehrlich, jetzt meldet sich keiner. Nee, sehr wenige Hände. Jetzt meldet sich keiner. Sie jetzt, kommen so ein paar von hinten. Aber, ja, fangen wir mal mit Peter nochmal an. Was findest du an dir gut? Also so körperlich. Also körperlich. Ich bin ganz ehrlich, guck mal, für mein Alter, mein Körper funktioniert. Und wenn morgens und nach dem Gig nichts wehtut, ist das super, bin ich zufrieden. Ja, also, ja richtige Einstellung. Absolut. Also, ja. Ja. So ist es. Ja. Hier, Tuba. Und man muss ja auch immer da sagen, also den Körper, den ich lebe, kann ich ja nichts zu. Das ist ja ein Geschenk. Also den kriegst du ja einfach so, genau wie du singen kannst oder sonst was. Da kann aber ja wenn ich mal an deine Laufbahn denke, dann hast du dem ja schon mal auch was angetan. Ne? Also ich habe den schon, gestresst habe ich den auf jeden Fall. Deswegen umso dankbarer bin ich, dass er noch funktioniert. Du warst Profifußballerin und da sagt man auch immer, boah, wenn ein Profisportler, Sportlerin aufhört, dann tut schon mal eher was weh als bei anderen, die es nicht gemacht haben. Alles noch? Ja, so ist es. Alles im Lot? Ja, also der Körper tut total weh, aber ich muss zugeben, ich habe meine Beine immer geliebt. Sehr gut. Ja, also sehr trainiert, sehr muskulös. Die auch extrem wichtig waren. Eben. Muss man mal sagen. War ja mein Kapital. Woher hast du denn eigentlich dein Selbstbewusstsein? Weil du bist ja immer eine strahlende Persönlichkeit und du hast diese Chance auch genommen. Du bist als Curvy Model durchgestartet, hast heute dein Label und machst sonst irgendwas noch. Hast du das deinen Eltern zu verdanken? Ja. Klar, weil meine Eltern mir immer vermittelt haben, im Prinzip genau das, was du ja auch gesagt hast, gerade Peter, es ist ein Geschenk. Das Leben ist ein Geschenk und auch der Körper ist ein Geschenk. Sei dankbar dafür, klar, geh auch gut damit um, aber das Leben bietet auch so viel mehr und du kannst so viel mehr sein als nur diese äußere Hülle. Ich finde jetzt, in deinem Fall, Entschuldigung, wenn ich das sage, wenn einer sagt, wo hast du denn Selbstbewusstsein? Du bist eine wunderschöne Frau. Also, oh, danke. Ich meine, da muss man, das ist ja möglich, dass er da Selbstbewusstsein hat, oder? Dankeschön. Gerne. Aber ich finde das immer so, also, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber das ist ja auch was, da kann ich ja nichts für. Also, es ist so, ich bin ja so geboren und meine Eltern haben mir immer vermittelt, mach was aus dir als Person, verlass dich nicht auf das, weil das ist irgendwann hoffentlich alt und runzelig und nicht mehr so. Genau. Und dann ist das, was zählt, das, was in dir drin ist. Das gilt ja auch für Personen, die keinen perfekten Körper haben, sondern ein Handicap beispielsweise, die genau. ihren Körper trotzdem gut finden und sich darauf verlassen können. Genau. Aber wenn du von deinen Eltern sprichst, und da zielte meine Frage auch hin, wir wissen ja in Deutschland, dass viele Menschen länger zu Hause bleiben als früher. Also ich war mit 18 vor, als ich weg konnte, aber es lag nicht an meiner Mutter, sondern ich wollte einfach weg und raus. Ja. Du bist bis 32 zu Hause wohnen geblieben, das war sicherlich sehr praktisch. Und bis dann, du hast noch nie alleine gelebt, dann bist du jetzt sofort mit deinem Freund zusammengezogen. So ist es.
Ja, das ist ja krass. Und so ein großes Abenteuer. Also ja, ich bin todesmutig mit 32 Jahren zu Hause ausgezogen. Das hatte folgenden Grund. Also ich bin vorher schon einmal ausgezogen. Und zwar nach dem Abitur bin ich ins schöne Wien gezogen. Dort hat es mich aber nur ein halbes Jahr gehalten. Und dann bin ich wieder nach Hause. Und dann war ich auch erstmal geheilt und habe gesagt, Freunde, ich bleibe jetzt erstmal hier. Und meine Eltern fanden das auch ganz gut. Und war ich eben auch jobbedingt so viel unterwegs, dass ich gesagt habe, was soll ich alleine wohnen? Also wenn ich nach Hause komme, und ich das ja ordentlich. Nicht, genau, nee, ich will nicht alleine sein, wenn ich nach Hause komme. Ich will dann meine Eltern um mich rum haben. Wir haben immer schon ein enges Band gehabt. Wir fahren bis heute jedes Jahr zusammen in Urlaub. Und das ist einfach, ja, sind einfach meine Oldies. Ich finde die toll und ich bin gerne mit denen zusammen. Und auch jetzt wohne ich, ich weiß gar nicht, was ist das, Luftlinien, Kilometer vielleicht weg von denen. Also ja, immerhin. Immerhin, ne? So, und ja, und dann kam natürlich mein Freund und dann war eben irgendwann die Frage, naja, wir können natürlich jetzt so es bestehen lassen, wie es ist. Es war so, dass meine Eltern im unteren Geschoss des Hauses gewohnt haben, ich im oberen Geschoss. Ich hatte auch eine eigene Küche, ein eigenes Bad, also so war es ja nun nicht, ne? Waschmaschine haben wir uns geteilt, zugegebenermaßen. ja, und dann habe ich gesagt, nee, also wir müssen jetzt nicht, du musst jetzt nicht bei meinen Eltern mit einziehen. Wir können ausziehen zusammen. Das ist schon okay. Mein Papa weint bis heute. Er lädt uns jedes Mal, wenn wir meine Eltern besuchen, lädt er uns ein und sagt, ihr könnt auch wieder einziehen. Wie lange ist es denn her? Es werden jetzt 3 Jahre. Ach, oh. Und hart gehalten. Ja. Hart gehalten. Also, wir rechnen hoch 35. Ich hab als Fan auch gesagt, mit dem Selbstbewusstsein, es gibt auch total toll aussehende Menschen, die so ganz, die einfach wirken, die Präsenz haben, die aber trotzdem eher schüchtern sind und nicht so viel trauen wie du. Mhm. Das alles zu machen, international, da durchzustarten. Du hast ein Label gegründet, du machst dies und jenes. Du bist dann, hast Angebote bekommen. Du machst jetzt zum dritten Mal die Staffel The Taste. Ja. Ein Kochformat, wo Hobbyköche innen gegen Profis antreten und so. Dabei kannst du gar nicht kochen. Nee, ich kann nicht kochen. Also ich gehöre zu der Fraktion Essen, Kochen. Also so ein paar Nudeln kann ich auch kochen oder einen Kaffee oder einen Tee, das kriege ich auch. Immerhin Kaffee. Geil. Und ich habe auch so eine tolle Küchenmaschine zu Hause, die mir sagt, jetzt 100 Gramm Petersilie und jetzt 100 Gramm Salz oder was denn da, 100 Gramm ist vielleicht ein bisschen viel. Aber, oh Gott. Ne, ihr merkt, ich kann es nicht. Also wenn man mir das ganz genau sagt, dann kriege ich das hin. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich irgendwie in die Küche stelle und sage, ich meditiere beim Kochen, mich entspannt das. Nee, überhaupt nicht. Ich werde nur unentspannt, weil ich kriege Hunger. Ach so, ja. Ich kann es nicht. Das stimmt natürlich. Bringt eine Frage. 18 Quadratmeter, kann man da kochen? Ich habe mich gerade gefragt, was ist das für eine Maschine? Nein, keine Markennamen. Ich kann nicht sagen, verrate ich dir nachher. Keine Markennamen. Das ist aber super. Ich gehöre auch nicht zu der Fraktion Kochen, aber vorher auch schon nicht. Und auf 18 Quadratmetern macht es auch noch weniger Spaß. Aber in London kann man einfach per App was bestellen. In 5 Minuten wird das über den Zaun geworfen. Insofern. Du kannst ja angeln. Ja, das kann angeln ich. Möchte man in diesem Kanal nee, gar nicht. Da möchte man auch gar nicht reinfallen. Da möchte man auch nicht baden. Ich bin da einmal aus Versehen reingefallen nach einer langen Party. Das möchte ich auch nie wieder erleben. Das geil. Ist sehr, sehr, sehr verseucht. Ja. Aber, angenehm, ja. Ja. Angenehm. Ja. Man muss irgendwie sehen, dass man da vom Wasser wegbleibt. Aber kann man. Du hast einen idealen Platz ausgesucht. In der Tat. Ja, ist aber immerhin auf dem Boot, muss man noch sagen, da stehen bei dir Blumen und es gibt so ein Gärtchen, was, wo der andere Platz ist. Das ist alles sehr, sehr schön. Man muss nicht ins Wasser fallen. Man muss nicht. Aber ich habe gesagt, The Taste und das Prinzip von dem Ganzen. Und da, dein Prinzip ist ja, ich esse gern. Genau. Ja, aber da ist es ja zum Beispiel so, dass du eigentlich gar nicht viel abkriegst. Weil es ist ja so ein Löffel, das perfekte Essen muss auf so einem Löffel platzieren. Das ist der Löffel. Also es geht in der Sendung darum, dass sowohl Hobby- oder Profiköchinnen und Köche sich bewerben können. Und dann kriegen sie von Sterneköchen ein Coaching, aber auch von Sterneköchen Aufgaben. Zum Beispiel, kreiere einen veganen Löffel zum Thema Oktoberfest. Ausgedachte Aufgabe, ist kein Oktoberfest echt und vegan, sehr originell. Und dann vegan, genau. Und dann machen alle schon mal dicke Backen. Und dann ist es eben nicht auf dem Teller, sondern nur auf diesem Löffel. Und es soll schön aussehen. Und das Problem auf einem Löffel ist ja, du hast nur diesen einen Bissen.
ein bisschen zu viel Salz, dann ist es halt versalzen. Ein bisschen zu viel Soße, dann ist es trocken. Nicht trocken, aber matschig. Und ein bisschen zu wenig Soße, dann ist es trocken. Also es ist wirklich eine große Herausforderung. Und ich finde es sowieso, also dadurch, dass ich nicht kochen kann, ist es sowieso für mich nochmal... Ja, aber die probieren und du kriegst normalerweise... Die probieren und ich stehe daneben und sage, und wie schmeckt's? Bitte, bitte nicht zu gut beschreiben, weil mir läuft das Wasser schon auf der Zunge zusammen. Also ja. Aber wenn was übrig bleibt und wir haben Beweismaterial, wenn was übrig bleibt, dann kannst du endlich zuschlagen. Und das sieht dann ungefähr so aus, wenn ein Mensch glücklich wird. Es ist wieder Löffelzeit. Yummy, yummy. Speck. Oh. Tasty. Yummy. Sweet. Delicious. Lecker. Essen macht glücklich. Greif zu. Wir haben über Familienleben geredet. Du hast eine Zwillingsschwester. Ja, auch noch. Richtig. Und eben kamen die Eltern vor, dein Freund kam vor. Wie ist euer Verhältnis? Gut. Also Zwillinge finde ich immer so wahnsinnig spannend, weil man sagt, die empfinden so ähnlich, die leben fast so ähnlich. Wie ist das bei euch? Also wir empfinden ganz ähnlich, das stimmt. Wir leben aber nicht ganz ähnlich. Also ich lebe eben noch in der Nähe von den Eltern. Sie ist im Norden auch treu geblieben. Sie wohnt aber ungefähr eine Stunde Autofahrt entfernt. Oh ja, ja, ja. Ja. Dadurch, ja, das ist verrückt, schon, also, ne? Ich wohne 2 Minuten von den Eltern entfernt. Naja. Nee, und dadurch sehen wir uns jetzt nicht jeden Tag. Aber es kommt schon mal vor, dass wenn wir uns sehen und sie kommt mich besuchen, ich mache die Tür auf, haben wir ein ganz ähnliches Outfit an. Das kann schon mal sein. Tatsächlich? Und ja, doch, das ist schon. Und ich merke es auch, das klingt immer so kitschig, aber das ist wirklich so. Ich merke es auch, wenn es ihr nicht gut geht. Intuitiv rufe ich sie an und sage, Madeline, was ist los? Also, das ist schon so. Aber das finde ich total spannend, muss ich sagen. Sonst sind wir so vom Typ eigentlich eher unterschiedlich. Ich frage noch mal, Tuba, ihr seid ja 11 Geschwister. Mhm. 4 Jungs, 7 Mädchen. Richtig. Wow. Deine Mutter hat schwer vorgelegt. Ja, allerdings. Und wenn man euch erlebt in der Öffentlichkeit, ihr macht sehr viel zusammen. Vor allen Dingen 5 Schwestern sind so ein ganz enger Kreis. Wie ist das entstanden? Wie kann man so eine Verbindung herstellen, die dann wirklich so durch so ein Leben bleibt? Die Verbindung der 5 Schwestern oder, die Menschenrechtsarbeit hat uns eigentlich dann zusammengeführt am Ende des Tages. Also dadurch, dass unsere Religionsgemeinschaft bedroht war, haben wir uns als deutsche Jesidinnen eben gedacht, okay, was können wir tun? Und eigentlich hat uns die Menschenrechtsarbeit zusammengeführt. Das heißt, vorher war es gar nicht so, es ist dann sozusagen zusammengeschweißt worden. Ja, es ist tatsächlich durch die Menschenrechtsarbeit passiert und ich war noch aktive Spielerin beim 1. FC Köln und das ist irgendwie passiert, 3000 Kilometer weit entfernt und 2 Schwestern haben damit angefangen und wir verstehen uns eigentlich auch nur im Kollektiv. Also das ist wahnsinnig cool, dass wir uns alle noch mega gut verstehen, dass wir füreinander alles tun würden und wir sind 18 Quadratmeter, also ganz gut, wir sind groß geworden in einer 4-Zimmer-Wohnung mit 13 Leuten. Also zu Beginn meiner ersten Jahre, deswegen, also mir hat nur die Privatsphäre gefehlt, ich war halt nie alleine, aber sonst ging auch das ganz gut. Ich könnte mir das heute nicht mehr vorstellen, aber auch das funktioniert, ja. Damals mit den Familien, ich habe leider überhaupt gar keine mehr. Ihr seid ja auch so ein Zusammenhalt und bei euch eben auch. Aber diese Lebenseinstellung, die ihr eben angeschnitten habt, wir leben eigentlich ganz anders, empfinden aber zumindest vergleichbar. Mhm. Das finde ich wirklich spannend. Ist deine Schwester auch musikalisch? Sie hat auch ganz lange mit mir zusammen im Orchester gespielt, ja. Und Klavier hat sie auch gelernt, ja. Aber sie ist der Musik nicht so treu geblieben wie ich. Ich habe nämlich eben ganz vergessen, eigentlich als es bei Peter auch um Musik ging und natürlich auch bei euch schon, bei Bosshaus, du spielst Klavier und Tuba. Ja. Also Tuba ist ja relativ unhandlich. Oh, ja, das kann man so sagen. Als ich damit nach Hause kam, hat mein Vater gesagt, warum hast du dir nicht die Piccolo ausgesucht? Aber ja, ich habe es mir auch eigentlich gar nicht ausgesucht. Das ist so ein Zufallsding geworden mit der Tuba. Also ich komme ursprünglich vom Klavier und mein Klavierlehrer damals war auch Dirigent in dem Orchester. Dort sollte ich aushelfen, fand das toll, im Orchester zu spielen. Und bin dann da geblieben am Keyboard und so ein bisschen auch am Schlagwerk. Und irgendwann kam er und sagt, ja, eigentlich, wir haben keine Tuba. Klingt alles ein bisschen hohl ohne Bass. Ich sage, ja, finde ich auch. Würdest du es lernen? Sag ich, naja, wenn ich das Instrument kriege und sie den Unterricht organisieren. Und ich wusste nicht, dass sie eine Tuba oben auf dem Dachboden hatten. Ja, und die Woche drauf kam ich dann mit der Tuba nach Hause.
Mit 18 Jahren habe ich Tuba gelernt. Komm nach Hause und mein Vater sagt, was ist das denn? Ich sage, das ist mein großes Maul. Ja, jetzt muss ich auch mein Wort halten. Ja. Angelina, Angelette, danke, dass du da bist. Danke. Alles Gute.